hiermit herzlich willkommen beim Tuxer. Ja, im ersten Teil meines Netzwerkvideos ging es um eine Verbindung per SSH. Und in diesem Video beschäftige ich mich damit, wie man eine Verbindung per Remote erstellen kann. Dazu nehmen wir folgendes Paket. KRFB installieren wir. In meinem Fall ist es schon installiert. Dann können wir es auch direkt starten. Übers Anwendungsmenü. Das müsste unter Systemwerkzeuge, genau, KRFB sich befinden. Dann nehmen wir klassisch. Ja, klassisch ist gut. Geben dann ein Passwort ein. Und drücken dann auf OK. Wichtig ist jetzt, dass wir dieses Paket jetzt im Keller installiert haben. Und dann klicken, machen wir hier einen Haken und vergeben wieder ein Passwort. Und drücken dann auf OK. Und dann tippen wir nach oben vom Keller in den Wohnzimmer. Jetzt denkt euch, ich sitze jetzt hier am Wohnzimmer, sitze ich jetzt auch. Und auf dem Rechner, von dem aus wir zugreifen wollen, in dem Fall jetzt hier aktuell an diesem Rechner, dann brauchen wir das Paket Remina oder Remina, so ähnlich. Installieren das, habe ich es ja noch gar nicht. Nur, es dauert ein Momentchen. Dann können wir hier wieder rausgehen. Wir müssen das Programm unter Systemwerkzeuge nicht finden. Ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Unter Internet. Okay. Und hier geben wir dann die IP-Adresse von dem Rechner, auf den wir zugreifen wollen. In meinem Fall die IP-Adresse des Killer-PCs. Wichtig ist, dass wir ein Leerzeichen haben, Doppelpunkt Leerzeichen und dann die 5900 dort steht. Drücken dann Enter. Jetzt werden wir nach dem Passwort gefragt, was wir vorher vergeben haben. Dann geben wir es einfach ein. Und schwupps, jetzt haben wir einen direkten Fernzugriff auf den Rechner, der sich im Keller befindet. Also das klappt wirklich wunderbar. Ich kann jetzt hier den ganzen Schabernack treiben. So, dann werde ich mal als nächstes mein Terminalfenster hier öffnen und gucken, inwiefern der Zugriff übers Terminal hier klappt. Das Fenster mal eben so ein bisschen kleiner. Zack. Zack. Ah ja, und hier sieht man schon, Keller99@Keller99. Doppelpunkt. Ja, ich habe hier einen vollen Zugriff auf den Keller-PC und kann jetzt hier dementsprechend auch über die Konsole allen Schabernack hier treiben. Ja, geben wir mal ein Screen Fetch als Beispiel. Ja, genau. Hier sieht man auch schön, dass es mein Keller-PC ist. Intel Pentium J2090 4x2,66. Also ist ein älteres Modell, aber so als rein Gartendrap und für so einfache Java-Anwendung reicht das auf jeden Fall. Das ist nämlich mein Projekt. Hier sieht man auch schön, was mein Projekt sein wird. Map a Master, Map Germany, Map Hessen, Map Nordrhein-Westfalen. Ich will nämlich mit dem Map Composer, hier ist er, möchte ich nämlich ganz gerne Karten erzeugen, und das soll dann hier der Keller-PC, diesen Job soll er für mich erfüllen, weil das nämlich immer mehrere Stunden dauert. Dass ich meinen Rechner hier oben im Wohnzimmer nicht blockiere, kommt mein Keller-PC dann zum Einsatz. So ist mein Plan. Ja, das soll es auch gewesen sein zu meinem Netzwerkvideo. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Glück auf!